Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge ZMD. Ich sehe gerade Beute und ich habe Bedarf an Fleisch. Das heißt, es muss ein Hund danach glauben und ein Wolf. Ich bin hier nicht wählerisch. In der, ja, in der letzten Gegend, ne? Nichts Lebendes, nur noch die Händler und ich. Und das werden wir gleich mal zerlegen. Ich wollte es euch jetzt später abholen. Bei den Händlern, da fahren wir jetzt hin und holen die Munition, die Belohnung. Und nach dem Händler werde ich entsprechend in der Eiszeit bleiben und da einfach ein paar Gebäude durchsuchen, ne? Nach wertvollen Loot oder Beute, kann man sagen. Ne? Ja, das ist mein Plan heute. Also Mission an sich wollte ich nicht annehmen, weil immer fast immer dieselben Gebäude kommen. Oder ähnliche Gebäude, also zwar in einer anderen Gegend, aber trotzdem die gleichen. Das ist irgendwo auf Dauer langweilig. Ich werde jetzt einfach ein paar Häuser nehmen und die mal durchsuchen, ne? Ja, genau. Wir fahren immer zum Händler, holen uns die Belohnung ab. Das heißt, ja, vielleicht was gutes Gewehr oder gute Kleidungsstück vielleicht. Mal schauen. Oh, noch ein Tier. Müssen wir es erlegen. Das ist ein, ja. Ich würde meinen, ein Leopard, ne? Bevor er mir zu nahe kommt. Denn was mir fehlt, ist halt Nahrung, also Gemüse wächst noch nicht so richtig und ach, da kann ich gleich mal Wasser holen. Ne? Ich brauche nämlich noch Wasser. Wasser gibt bei mir zur Seite. Ich habe zwar was gefunden, aber das wird nicht auf Dauer reichen. Ne? Ich habe zwar jetzt Tee mitgenommen, das ist ja auch nicht verkehrt, aber was kochen will, dann braucht man Wasser. Ich habe jetzt ein paar Gläser mitgenommen. Hey. Versaumt Wasser nicht, du. Gut, dass ich mal einen Zombie aufwäscht, ne? So, Wasser da oben und das automatische, ja, Gewehr nehmen wir nach unten, ne? Im Gürtel. So wie die Verbände im Gürtel sind. Das ist ganz gut, wenn man das Schiff bereit hat, ganz schnell. Ja, ich bin von der Mission zurückgefahren und das war, ja, wie gesagt, eine fremde Ecke für mich und lasst mich erfahren, ne? Das ist ja nicht interessant, wenn man ewig lange Strecken fährt. Na, Huhn erledigen wir nicht, das macht 10 Stück. Ja. Und die anderen Bäume an der Kreuzung sind auch plötzlich gewachsen, ne? Aber das passt ja eh. Hier sind so viele Gebäude, die man noch nicht haben. Und ich dachte schon, da wäre ein Bär links, aber ist nur ein Stein. Für einen Zombie halten wir nicht an extra. Der Husten ist einfach nicht weg. Also das ist für mich eine Katastrophe. Ich überlege auch schon, ob ich mich mal ein paar Tage krank melde. Mal erholen. Aber mal sehen, also ist immer früh geht. Ein bisschen husten, ne? Oder so, ne? Mal sehen, wenn sie alle in Panik geraten. Oh, Corona, Corona. Nichts Corona. Ich hatte dieselbe Erkältung letztes Jahr auch, im Oktober. Und ja, nichts. Da haben sie doch gar nicht mal erwähnt. Looking, I knew you had it in you. Good work. Oh, Stahlhelm. Ist ganz oder Schrotflinte, aber das ist nicht so gut. Bro. Hast du dann was Schönes für mich?
Bei mir geht es immer um Wissen. Ne? Also, wenn ich ein Buch sehe, was ich noch nicht habe, dann schlage ich zu. Antibiotika brauche ich auch nicht, Verband auch nicht, das normale. Jagdmesser. Ja. Nee, du hast nichts für mich. Nein, 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 nein. Nö, tut mir leid. Don't let a zombie Diese down, hold you Aufgaben on haben the wohl edge on keine. your way out. And if he does, hey, Ciao, we'll take ciao. care of it for you. Genau. Jo. Weil jetzt ist Tag 102. Also in 3 Tagen müsste der Blutmond sein. Das heißt, das ist mir zu kurzfristig zu stressig, kann man sagen. So, schau mal, ein schönes Gebäude aus. Gehen wir hier rein, ne? Oh, Schneefall, weiße Weihnachten. So, mal kurz. Boah. Auch hier werden wir das Ding mal aufstellen. Man weiß ja nie, ne? Das machen wir mal kurz nach. Ich habe die Alpha-Munition einfach draufgelassen. So war das nicht geplant, Junge. Reifen ist gut. Vielleicht braucht man irgendwann ein Auto. Oh, nebenan. Aber gleich wäre ich kotzt, du. Naja. Versteckt, oder? Was ist hier Schönes? Kamin. Und die sind ganz gefährlich, wenn die echt explodieren. Will auch keiner machen, ne? So. Bleib mir vom Fern, du. Da runtergefallen. Das brauche ich auch, diese Militärstoff. Das ist brauchbar. Vitamine sind brauchbar. Wo ist ein Geier schon wieder? Wasser. Schuhe. Und die gebrauchen können, ist die andere Frage, ne? Brauchen sie Geier. Ja, das Ding sehe ich gerne. Na klar. Okay. Schmutziges Wasser, also keine Panik. Das ist so, wenn. Aber warum hat er nicht? Geht's hier noch einer um? No. Hier nicht.
Nebeneingang. Dienstboten, ne? Ja, das ist da unten unangenehme Dinge und Teile. Einen kleinen Garten hier mit Tee. Da hier ein Geier gehört. Gut, einmal mit und geht in den nächsten Haus, ne? Oh, mein Flieger kommt. Wird ein größeres Gebäude geben, ne? Natürlich ist ungünstig bei diesen Sichtverhältnissen. Genau, Unterschlupf suchen. Suchen wir hier. Ups. Wer braucht schon sowas, ne? Mann, Junge, hast du dich versteckt? Dosen. Kochtopf, aber nicht. Gleich mal essen, ne? Blattschaden. Können wir zerlegen. So. Noch benutzen. Gut, können wir auch noch zerlegen. Keller haben wir auch. Messing ist immer gut. Wo ich aktuell keine Probleme habe, ne? Mit Messing. Wie gesagt, ab und zu findet was Gescheites. Sowas, ne? Das hier. Oh Mann, die ist voll. Das zerlegen wir jetzt. Normalerweise mache ich das nicht. Aber in dem Fall schon. Weil ich ja ein bisschen Platz brauche. Oh Mann. Entschuldigung. Wir trinken mal Tee. Platz schaffen. Müssen wir näher gucken, dass wir das ein Fahrrad wegräumen können. Kann das Silber und Gold nicht liegen lassen. So. Ja. Geht aber rein, ne? Platz unten. Ne, das nicht, das. So, das Schlagring können sie behalten, aber ist mir nicht so ganz so wichtig. Obwohl Gold und so. Gut, ist auch nicht so wichtig mehr, ne? Sechster Schaufel, ich habe Erdbohrer, ne? Ich weiß auch nicht, zur Zeit bin ich echt voll. Kaffee können wir zerlegen, haben wir trotzdem 100 Stück. Öffner. Ja, können wir nicht mitnehmen. Das ist so. Was wir machen können, wir könnten alles reparieren, zweimal. Dann können wir zumindest alle mitnehmen, ne?
reparieren. Was kaputt ist, ne? Dann wäre auch Quatsch. Das war hier, ne? Die beiden Sachen muss ich mitnehmen. Ich habe das Ding zerlegt. Oh, nee. Oh, wie blöd von mir. Gut, ich kann schon bauen, das einzige Gute. Das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant, ich zerlege, wollte ich aber auch. Na gut. Ja, das ist jetzt ungünstig, aber. Regen. Es ist ein Sauber da draußen. Ja. Tag. Tag. Bleib liegen. Tot. Naja, viele Bücher finden gibt es nicht mehr, ne? Also ich habe ja schon viel gefunden, ne? Das sind auch so eine Verstecke für Pistolen, ne? Wie praktisch. Tresor bin ich immer so enttäuscht. So, höher geht's hier nicht. Dann gehen wir runter. Treppe natürlich, ne? Treppe hier versteckt. Bisschen schmale Treppe, ne? So, Motorrad ist da. Bisschen das sehen können, ne? Eine große Gebäude. Das haben wir immer mal bei der Mission, wo jetzt der Parabrotel ist. Ich schau mal hier. Nach Gebäuden, was ich noch nicht kenne. Wasserwerk kenne ich auch schon. Die Mine auch. Das auch. So eine Kirche wäre nicht schlecht, ne? Oh, Beute. Den leuchten die Augen. Ja, mir auch. Essen. Ungünstig, dich am Motorrad. Ein Stückchen weiterfahren. So. Mein Nachladen ist ungünstig, ne? Gerade repariert, glaube ich, deswegen. Tot? Ne. Jetzt ja. Ja, liebes Tor, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter bei 70 D. Wir schauen mal, ob wir noch ein Gebäude machen können. Ne? Ich werde mal ganz kurz mein Gepäck ausladen. Ins Motorrad und dann sage ich mal Tschüss. Und dann hole ich euch zur nächsten Folge dann hier wieder ab. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen. Und fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Danke.